So, willkommen zurück hier im Kanal von Cresenio. Ja, es ist Team of the Season Time und dementsprechend auch ein bisschen Pack-Opening Time. Es ist jetzt Mittwochabend oder man kann schon eigentlich sagen Mittwochnacht auf Donnerstag. Europa League ist vorbei. Im Elfmeterschießen hat sich Sevilla durchgesetzt. Und ja, heute Abend sind neben dem Team der Woche halt auch zwei Team of the Seasons erschienen und zwar einmal von der italienischen Liga der Serie A und der Ligue 1 aus Frankreich mit dieser schwulen Aussprache. Egal, schauen wir uns das mal kurz an. Also hier Italien rein wertungstechnisch halt der beste Spieler vorne der markische Geheimtipp Tevez. Carlos Tevez, ja, was will man da groß sagen? 91 Dribbling, 88 Tempo, 94 Schießen, 86 Passen. Das ist halt auch schon eine Rakete, ein richtiges Tier. Auch wenn er nicht ganz so groß ist. Wird aber, ist glaube ich, mehr oder weniger der einzige Stürmer. Also klar, es gibt auch wie, naja, gut, nicht der einzige Stürmer, aber der zumindest in der Anfangself, wenn man das so sagen kann. Auch hier gibt es ähnlich wie in der Bundesliga auch schon Spieler, die im Team, also Most Consistent dabei waren, nämlich mit De Rossi hier und mit dem Cerci hier. Wie gesagt, finde ich ein bisschen schade, kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum das gemacht wird, aber sei es wie es sei. Ansonsten, ja, wie gesagt, Vidal, Cuadrado, Gervinho, Pogba natürlich auch ein Top-Talent, riesiges Talent, auch wenn man sich mal hier auf die Werte anguckt, also mehr oder weniger alles im übertriebenen Maße vorhanden. Hätte man wahrscheinlich auch alles so erwartet, die Innenverteidigung, Chiellini, Benatia. Candreva auch stark, wenn ich jetzt nicht unbedingt erwartet hatte, wäre Paletta gewesen. Und ja, der mögliche Neu-Dortmunder Immobile, keine Ahnung. Locatore hat natürlich leichte Schwächen, was das Pass- und Sprintspiel angeht. Sprintspiel ist auch ein tolles Wort. Ansonsten halt noch dabei. Romulo, José Callejón, Maicon. Ist auch krass. Also, dass der inzwischen noch auf 85 Tempo wieder kommt. Nicht schlecht. Ja. Ansonsten hier De Sanctis auch im Tor. Also schon ganz ordentlich. Würde ich mir jetzt, wenn ich einen ziehen würde, vielleicht den Pogba wünschen für mein Team, was ich habe. Wobei, habe ich das überhaupt hier? Ich glaube, das habe ich auf der auf der PlayStation. Dann wahrscheinlich doch eher jemanden von hier. Das ist die Ligue 1 und da ja, sieht es wertungstechnisch dann schon ein wenig wieder schlechter aus. Also was haben wir hier? Simon Kjær haben wir, Verratti von PSG, Lacazette, Lyon, Aboukart, Rufier im Tor, dann in der Verteidigung natürlich Thiago Silva. Dazu haben wir dann noch auf der linken Seite traditionell die Ligue 1, das die schwierigste Position, Vedimo. Dann haben wir natürlich auch hier Thiago Motta, ebenfalls schon im Most Consistent drin gewesen. Matuidi, auch natürlich richtig biestig. Toulalan. Rodriguez, interessanterweise als ZOM hier aufgeführt. Mit 84 Tempo, ich weiß nicht, also dafür, dass er jetzt Dribbling, Schuss und Passen schon, also ich muss jetzt gerade überlegen, ich weiß jetzt nicht, wie der letzte Inform, was der für Wertung hat, aber ja, da hätte man schon mehr draus machen können. Dann auf der gegenüberliegenden Seite Rémi Cabella. Sagt mir jetzt mal so gar nichts. Und natürlich Ibravopoulos. Mal gucken, wie lange es dauert, bis Krieger sich den holt. Vielleicht hat er ja schon, man weiß es nicht. 81 Tempo, boah, ja, kann man schon was mit anfangen, aber natürlich 96 Schießen, 92 Dribbling, 87 Passen, 85 Kopfball. Muss ich ehrlich zugeben, wenn ich mir das jetzt so angucke, klar, ich meine, man sieht jetzt hier Spezialbewegung, schwacher Fuß, auch nicht die Ingame-Werte, was jetzt so Strengths und so angeht, aber da war der Luis Suarez doch meines Wissens in den Werten noch besser. Also egal, das nur kurz so dazu. Also ja,
Schauen wir mal. Ich habe ja da wenig Hoffnung, dass da was Vernünftiges bei rauskommt. Ja, hier werden noch verkaufe ich gerade noch so ein paar nutzlose Sachen. Und was haben wir? 160k. Wenn wir uns jetzt die Sets angucken, die man ziehen kann. Was haben wir dann? Es gibt Spezialsets. Ne, da gibt es nichts. Nur unter den Goldsets gibt es was zu ziehen. Sets verbleiben 10. 15k kommt also ziemlich genau hin. Und ja, dann würde ich mal sagen, auf los geht's los. Schauen wir mal, was uns da so erwartet. Nebenbei, gestern war ja das tolle Spiel Deutschland gegen Polen. Ich habe mir das tatsächlich den ganzen Tag angeguckt. So, während wir hier den ersten Viktor Valdes. Naja. Avaloa, super. Aiju. Der ist aber auch. Der ist auch in jenem Pack dabei hier. Der Naked. Ja. Ne? Also. Oh, ein Duplikat. Das Dortmunder Auswärtstrikot. Ja, das kann man mal gleich hier. Das bieten wir doch gleich mal auf dem Transfermarkt an hier. Schnappet euch. PSV auswärts, dafür kriegt man auch noch eine müde Mark. Aber ansonsten war es das auch. Also setzen wir mal hier die. Dann setzen wir das alles erstmal an den Verein senden, ne? Ja. Deutschland-Polen, also ein Nachwuchsspiel. Man könnte eher sagen, ein U21-Spiel. Ich muss zugeben, klar, wenn man jetzt, ich meine, Hamburger, es war in Hamburg, die Hamburger Fans sind derzeit natürlich nicht verwöhnt. Wenn man das deutsche Nationalteam dann da hat, möchte man ja eigentlich auch, dass da was Großartiges bei rauskommt, ne? Aber yay, Tom Starke. Wow. Bester Spieler hier, Garay. Oh, Julian Schieber. Alter Finne, ey. Was kann der eigentlich? Also, der ist weder besonders schnell noch besonders kopfballstark, der kann nicht dribbeln, der hat keine Spezialbewegung oder sonst irgendwas, der kann nüß. Also da. Ui, da ist das hier mehr wert, ja, als Julian Schieber. Da kannst du vier Julian Schiebers verkaufen. Gefühlt. Aber zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Und natürlich möchte man dann ja eigentlich auch was Vernünftiges sehen, ne? Aber andererseits muss man, weil ja auch, wenn man sich das Datum anguckt, im Vorhinein klar, dass da eventuell irgendwelche Spieler schon mal per se fehlen können. Das ist natürlich jetzt sowohl Dortmund als auch Bayern aufgrund des DFB-Pokals, da kein Spieler von vertreten ist. Na gut, ist unglücklich, aber muss man mit umgehen. Und da verstehe ich nicht, warum man dann, wenn man als Fan da ist, diese Mannschaft auspfeifen muss. Ich meine, das sind Spieler, da waren 90%, die haben gerade ihr erstes Spiel gemacht. Und ja, da muss ich doch nicht auspfeifen. Ich fand das Spiel jetzt auch nicht besonders spannend. Hier, weil wir gerade von ihm sprechen, hier, er war noch mit einer der Besten. Sebastian Rudi zusammen mit Oliver Sorg fand ich und ja, Kramer. Aber da muss man doch echt nicht eigentlich buhen, oder? Lyon hat so ein Auswärtstrikot. Komisches Teil. Und das kann ich mitunter nicht nachvollziehen. Ich meine, klar, wir sind inzwischen in Deutschland einiges gewohnt, aber bitte, das ist. Ich erwarte jetzt auch nicht, wenn ich zu weiß ich nicht. Zum MSV Duisburg gehe oder so, dass das Fußball zelebriert wird wie bei Barcelona. Also von daher, die haben noch nie zusammengespielt, die haben ihr erstes Spiel für die Nationalmannschaft. Ja, ist nun mal so, ne? Da machst du nichts. Ist halt dann nicht spannend und nicht schön, aber naja, gut, ne? So, aber das nur kurz dazu, wo wir noch eben bei Kramer waren, der hat es ja dann auch in den vorläufigen, weiterhin vorläufigen Kader geschafft, beziehungsweise der macht das Trainingslager in Tirol mit. Und ja, was haben wir hier alles? Nur wieder Müll. Christian Fuchs. Das ist auch hier wieder Lukas Leiber, ja, super. Boah, ey. Wenn ich das angucke, ne, hier,
Gesamt 76, 75, 76, 71, 76, okay, 81er, 72, 76, 75. Was ist denn das, ey? Objekt 1, hey, noch ein 78er, ja gut, aber den habe ich schon. Schade. So, ja, das Wappen von Nürnberg, das ist auch eigentlich nichts wert, warum ich das jetzt gerade eigentlich wollte ich abstoßen. Aber wie gesagt, Goretzka, also Hahn ist jetzt raus, was ich auch durchaus verstehen kann, weil fand André Hahn, naja gut, wir brauchen keinen zweiten Odonkor. Also ich finde ihn ein bisschen limitiert in seinen ja, Aktionen, auch wenn er jetzt halt, ich habe Sebastian Kehl gezogen, ich freue mich. Von daher fand ich es eigentlich okay, dass er jetzt den Kramer mitgenommen hat. Ja, Jansen muss man auch, Jansen, Goretzka und Meier stehen auf Abruf, das finde ich auch absolut nachvollziehbar. Im Großen und Ganzen war jetzt bei diesem Kader, wenn man jetzt noch so drüber guckt, hat mich nicht viel überrascht, dass Gomez nicht dabei ist. Ja, was haben wir jetzt hier? Bar, hey, immerhin mal ein paar mehr. Bar 80er, das ist ja überragend, aber bisher ist das ja schon wieder traurig. Das Wald ist immer noch der beste wertungstechnische Spieler. Ja, und zwar so. Auch ganz wichtig, dass ich den noch habe. Ist ja schon wieder, was wir hier an Kohle rausgehauen haben, ne? Für diese Kackpacks ist ja schon wieder grausam. Habe ich schon wieder so eine Krawatte, ihr besten Dank. Also zurück zum Dingenskirchen hier, ne? Zum Kader. Also ich hätte mich überrascht, dass Thieler drin ist. Also ich hätte eher mit Leno oder Ter Stegen gerechnet, als jetzt mit, ey, was haben wir denn hier? Den José Callejón, Team of the Season. Erstmal auf die Transferliste mit dem. Wird wahrscheinlich auch nicht übermäßig viel wert sein. Ich kann mal gerade nebenbei hier gucken, was denn so Foothead im Moment sagt. Gibt es da schon einen? 65k. Wie gesagt, da gibt es bessere Spieler natürlich. Aber man kann ja schon mal froh sein, dass man überhaupt einen da. Das sind immerhin dann mal 4 Packs. Wenn man das jetzt hochrechnet. Hey, na, hier richtig ja noch richtige Kracher gezogen mit David Luiz und mit Lulu Podolski. Podolski ärgert mich immer noch, dass der halt einfach nur als LF da ist, weil LF ist scheiße. Der Stürmer ab, okay. Weil er hat einen richtig krassen Schuss und ich finde, er ist auch eigentlich schneller, also schneller als seine 80 da. Ansonsten, 3 Packs haben wir noch. Schauen wir nochmal nach. Ja, gut. Ich denke mal, dass Mustafi und Ginter da noch rausfliegen werden. Wenn wir 27 auf 23 muss dann kommen. Was haben wir jetzt hier? Del Piero. Auch nicht mehr der Jüngste. Skrittel, Traoré. Der Bruder von dem einzigen, der als Verteidiger nicht Weltmeister, Fabio Cannavaro, was ist denn geworden? Weltfußballer. Einziger Verteidiger jemals. So, was haben wir hier hinten noch? Nix mehr. Nur Schrott. Schön 3 seltene Objekte in Form von Trikots. So, mal gucken, ob wir uns jetzt nochmal steigern können zum Ende. Was erwarte ich? Wer also noch hängen bleibt, also Mustafi, Ginter. Ja, vielleicht Draxler, weil er ist jetzt auch nicht so überragend und positionstechnisch gibt es da wahrscheinlich schon bessere. Miralas, Reinhard, Sandro, Alexandro, Danilo. Hey, wir haben hier die portugiesischen Recht- und Linkverteidiger. Faszinierend. Der Roberto, der alte Haudegen, spielt immer noch. Krass, dass der immer noch 73 Tempo hat. Nicht schlecht, 4 Sterne Schützenerwägung. So, hier hinten Duplikat.
Also in den Verein damit. So, letzte Pack, was geht? Volland gehe ich davon aus, dass er weiterhin dabei sein wird. Eins noch. Und Zagang. Ja. Javi Zanetti. Der alte Haudegen, der hat auch aufgehört, genauso wie Giggs. Voronin. Nös. Nös. Adriano. Naja. Einmal außer tollen saudi-arabischen Liga. Poté mit Dresden. Abgestiegen. Sissé. Der spielt immer noch, aber keiner weiß wo. Wo spielt er jetzt hier? Bei Bastia. Naja. Und noch Darren Fletcher. Auch nicht wichtig. Das packen wir jetzt alles nochmal in den Verein. Dass keine Sets mehr verfügbar ist, wäre auch nur noch ein Set möglich gewesen. Was ziehen wir denn hier nochmal? Sehen wir nochmal eins? Nee. Nee, das lassen wir mal. Da haben wir jetzt alles nochmal auf dem Transfermarkt. Dann haben wir hinterher mal vielleicht wieder na, knappe 100, na, nicht mal, ja, vielleicht mit allem drum und dran, allem verkaufen, kriegt man die 100k dann wieder. Mal gucken, was man damit dann macht. Ja, vielleicht hau ich hier mal irgendwann zum Ende einfach mal raus. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Also, wie gesagt, noch kurz, um das Thema abzuschließen. Vielleicht interessiert euch auch hier, was ich so im Moment an Mannschaften habe. Nichts Besonderes. Kadermäßig keine Überraschung für mich. Ich denke mal, es werden noch rausfliegen. Ginter, Mustafi, Draxler. Ja, das sind schon mal drei sichere Kandidaten. Dann sind wir aber erst bei 24. Das heißt, einer muss noch mehr gehen. Und da wird es dann schon schwierig. Also ich tippe mal. Ah. Wird sich, also ich glaube nicht, dass er schnell, also dass er Dom zum Beispiel nach Hause schickt, weil er hat ja Jansen schon auf Abruf nur noch. Also zwei Linksverteidiger kann ich mir schon vorstellen, zumal ja auch Dom offensiver spielen könnte im linken Mittelfeld. Ja, ach so, ja, Hövedes wäre wahrscheinlich. Also Mustafi, Ginter, Hövedes und Draxler. Auch wenn wir dann natürlich nur noch, wenn man so will, drei Innenverteidiger haben mit Mertesacker, Hummels, Boateng. Ah, das ist dann auch schon wieder schwierig. Also, dass er vielleicht drei Innenverteidiger nach Hause schickt, halte ich vielleicht auch nicht für unbedingt so wahrscheinlich. Vielleicht nimmt er dann doch Kramer. Aber Kramer ist eigentlich ja neben Khedira der Einzige, der eher den defensiveren Part im Mittelfeld spielt. Und bei Khedira weiß man ja auch nicht, wie weit der ist. Also klar, Schweinsteiger haben wir natürlich auch und groß, aber ja, muss man einfach mal abwarten. Lassen wir uns überraschen. Übrigens, kleine Randnotiz: Der Kruse, mit dem hat man ja eigentlich gerechnet. Ach so, hier waren wir doch schon. Was ein Scheiß. Hier, das war ja noch. Ist laut Sportbild wohl aufgrund eines unerlaubten Damenbesuchs beim DFB-Auftritt in London aus dem WM-Kader gestrichen worden. Hatte da also ein paar leichte Mädchen da am Start gehabt, der gute Max Kruse. Ja, wer weiß. Habe ich das jetzt irgendwie gezeigt, das Team? Ja, habe ich schon gezeigt. Egal, sei es wie es sei. Das war mal ein ja, kurzes, kleines Pack-Opening, was jetzt aber auch schon einige Zeit gedauert hat. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, schauen wir mal, wie viel ich den Calejón da wegkloppen kann, für wie viel. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich mache nämlich noch ein Pack-Opening auf der PS4. Macht es gut. Ciao, ciao.